Egal ob mit Bargeld, Kreditkarte oder schon bald mit dem digitalen Euro. Die Zukunft des Bezahlens liegt in der Vielfalt. Dazu trägt in Österreich auch ein internationaler Player bei. Der österreichische Handel und die österreichische Wirtschaft könnte noch viel mehr gewinnen, wenn man wirklich hier diese Innovationen, die aus Bezahlsystemen möglich sind, übernimmt. Und Nexi ist da einfach ein starker Partner. 2022 1,19 Milliarden Transaktionen wurden über Kartenzahlungen gemacht. Das heißt also, während Covid haben wir auch gemerkt, dass das digitale Bezahlen einfach ein Thema ist. Deswegen sagen wir als Nexi, wir wollen dieses Thema rund um die Digitalisierung in Österreich und den Handel in Österreich ganz stark stärken. Und das gelingt in erster Linie mit Innovation und Kundennähe. Nexi will mehr als nur ein Zahlungsanbieter sein. Wir haben bei der Nexi eine Strategie, die heißt European by Scale, Local by Nature. Das heißt, wir bündeln die Innovationskraft der Nexi-Gruppe und nutzen sie lokal für die verschiedenen Märkte. Dabei soll vor allem dem stationären Handel beim Thema E-Commerce unter die Arme gegriffen werden. Hinzu kommt in den nächsten Jahren eine weitere Bezahlmethode, auf die sich Handel und KonsumentInnen einstellen müssen: der digitale Euro. Für uns geht es darum, dass wir ein gesetzliches Zahlungsmittel schaffen für eine digitale Welt. Wie schnell der digitale Euro in Österreich Fuß fassen wird, wird sich zeigen. Immerhin wurden hierzulande im Jahr 2022 70% der Transaktionen mit dem guten alten Bargeld getätigt. Aber wohin geht der Trend? In Bezug auf Mobile Payment sind schon jetzt 2 Millionen Bank- und Kreditkarten digitalisiert, sodass man über das Mobile Phone, über das Smartphone zahlen kann. Also wir sind auf jeden Fall weiter in einem Bargeldland, aber der digitale Aufschwung der Kartenzahlungen nimmt natürlich seinen Lauf. Und wird sich auch fortsetzen, solange Anbieter, Banken und Handelsvertreter in Dialog bleiben.